Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Don't Meet But Read. Heute mit Im Schrank von Teresa Simotamova, aus dem Tschechischen übersetzt von Martina Lisa. Dieses Buch ist mir erstmals begegnet im Rahmen einer Lesung bei Büchers Best. Und zwar war da die Autorin Teresa Simotamova vor Ort und hat ihr Buch selbst vorgestellt. Nun ist es ja so, bei einer Lesung bekommt man ja immer nur einen partiellen Einblick in einen Text. Man kriegt vielleicht einen Eindruck davon, wie die Sprache der Autorin oder des Autors ist und einzelne Szenen. Aber über die Gesamthandlung gibt es ja letztlich keinen Überblick. Das kriegt man dann erst mit, wenn man den Text dann entsprechend selbst liest. Wie man unschwer erkennen kann, hat auf mich die Lesung einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe mir das Buch tatsächlich zum Geburtstag schenken lassen und es gelesen und mich dazu entschieden, das heute vorzustellen. Im Zentrum der Handlung steht die Protagonistin Hannah, die von einem Studienaufenthalt in Deutschland zurückkommt. Sie ist Bildhauerin und kehrt jetzt nach Tschechien zurück, genauer gesagt nach Prag. In Prag lebt ihre Schwester, gleichzeitig kommt sie aber auch bei einer Freundin provisorisch unter. Die versucht allerdings gerade krampfhaft schwanger zu werden und dadurch fühlt sich die Protagonistin ein bisschen gestört und möchte lieber ihre Ruhe, ihren eigenen Raum. Ihre Schwester sortiert gerade ein paar Möbel aus, dazu gehört ein großer Schrank, der für das Kinderzimmer einfach zu klein geworden ist, aber dann doch recht massiv, den die Protagonistin Hannah mit ihrem Schwager auf die Straße stellt und irgendwie gefällt ihr dieser Schrank und mit der Hilfe eines Nachbarn bringt sie ihn in den Hinterhof eines Hauses unweit der Wohnung der Schwester und sie beschließt, in diesen Schrank einzuziehen. Es ist nicht so ganz klar, wie sie in den Schrank passt, also ob sie sich ausstrecken kann. Dieser Schrank ist wohl sehr geräumig und sieht sie dort ein, mit einem Schlafsack und sie hat auch einen kleinen Tauchsieder, sodass sie sich Tee machen kann. Um die Ecke ist ein vietnamesisches Geschäft, ein Lebensmittelladen, wo sie regelmäßig auf Toilette gehen kann und der Besitzer versorgt sie auch regelmäßig mit Essen. Also sie geht dahin und bekommt von ihm am Morgen Gebäckstücke des Vortags kostenlos überlassen. Ansonsten ist der Titel Im Schrank eigentlich ein bisschen irreführend, denn im Zentrum des Buches stehen weniger die Handlungen und die Ereignisse im Schrank, als vielmehr die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass die Protagonistin Hannah in diesen Schrank zieht. Das sind verschiedene Ereignisse, die bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen haben. Das ist der Tod der Großmutter, das ist eine Beziehung in Deutschland, die sehr toxisch, würde man sagen, ablief, die auch darin endete, dass der Partner tatsächlich ebenfalls verstirbt. Gleichzeitig ist es so ein bisschen ein Unsichersein, eine Unsicherheit, eine Ziellosigkeit und ein bisschen von ein Verstecken vor der Welt. Sie erzählt zum Beispiel auch ihren Eltern, dass sie einen Job in der Bank hat und dass sie viel Spaß mit Kollegen hat. Tatsächlich jedoch hat sie keine Arbeit und auch ziemlich schnell kein Geld mehr. Man bekommt zwar nur wenig Einblick in das Geschehen im Schrank, aber man lernt die Protagonistin sehr gut kennen mit ihren Neurosen und ihrem etwas verschrobenen Humor, wie sie ihre Umwelt sehr genau beobachtet. Und da entwickelt man sehr, sehr schnell eine tiefe Sympathie für diese Hannah und wie sie am Leben so ein bisschen scheitert, beziehungsweise in der aktuellen Lebenssituation Probleme hat. Das macht dieses Buch auch wirklich aus in meinen Augen. Es ist jetzt nicht das überragende Buch, an das man sich vielleicht noch in 5 Jahren erinnern wird, aber es schafft auf jeden Fall, ohne irgendwie ins Klischeehafte abzudriften, eine Protagonistin mit ihren Problemen sehr, sehr gut und sehr offen und ehrlich vorzustellen und da auch bei den Leserinnen und Lesern eine Sympathie zu entwickeln. Das Ganze auch noch mit einer sehr, sehr schönen, teilweise sehr poetischen Sprache, die mir sehr gut gefallen hat. Also der Fokus auf diesem Buch sollte definitiv nicht darauf liegen, was dort passiert, sondern vielleicht eher, wie es geschildert ist. Sehr offen, sehr ehrlich und teilweise, wie gesagt, in poetischen Bildern. In dem Zusammenhang möchte ich jetzt noch zum Abschluss eine kleine Textstelle vorlesen, die ich persönlich sehr schön fand. Es ist eine Schilderung, wie die Protagonistin Hannah gerade mit dem Zug ihr Elternhaus verlassen hat und wieder zurückfährt nach Deutschland. Auf einmal fällt mir auf, dass wir wieder durch die Landschaft meines Herzens fahren. Und ich stehe auf und gehe hinaus auf den Gang, öffne das Fenster und lasse mir den scharfen Wind ins Gesicht blasen, während sich der Zug seinen Weg durch die Landschaft bahnt.
Wir nähern uns wieder dem Haus meiner Eltern. Ich sehe jemanden auf dem Balkon stehen, hebe meine Hand und winke. Und die andere Person reagiert sofort und winkt zurück. Mit einem Ruck öffnen sich die Schleusen meiner Tränenkanäle und ich heule wie ein Schlosshund. Der geißelnde Wind trocknet mir zwar die Augen, doch sie werden sofort wieder feucht. Als ich endlich wieder etwas sehen kann, sind wir schon in Rajek angekommen. Überall nur Schallschutzwände und so bleiben die ganzen wunderschönen Heime dahinter versteckt. Heime voller Familienhölle und Familienglück, voller Grillsoßen, Laugen und Lösungsmittel, all den Utensilien eines guten, ordentlichen Lebens. Ich lehne mit der Schläfe an der metallenen Umrandung des Fensters und lasse den Wind gegen meinen Kopf schlagen. Ich denke an diesen Film über Teenager, die in einem Cabrio stehen und durch einen Tunnel fahren und sich vom Wind geißeln lassen. Sie nennen es Augenblick der Ewigkeit. Und plötzlich falle ich in eine ganz andere Dimension, außerhalb dieses Zuges, außerhalb von diesen Wiesen und Weiden, außerhalb dieser lokalisierbaren, durch die Geschichte prädeterminierten Gegend. Es geht um diesen Augenblick, den man nicht analysieren muss. Es ist nur wichtig, dass es ihn überhaupt gibt. In ihm spiegeln sich alle Farben der Welt. Seine Kraft leuchtet auch noch in die künftigen Momente hinein, in denen ich mir nicht wie eine Verbannte vorkommen werde. Wie eine sich selbst Verbannende, eine Verbannte im Strudel von Ereignissen, an denen sie eigentlich gar nicht teilhaben will. Ich öffne wieder die Augen, eigentlich waren sie ja gar nicht zu. Plötzlich sind wir schon sehr weit weg, das hier ist nicht mehr die Landschaft meines Herzens und es macht gar nichts mehr mit mir. Ich stehe mit dem Rücken zum Abteil, in dem O sitzt und nicht ahnt, was ich hier wieder anrichte. Doch ich will nicht, dass er mein Gesicht sieht, und so bewege ich mich auf sonderbare Weise rückwärtsgehend wie ein Krebs ins Abteil zurück und setze mich einfach mit dem Rücken zu ihm. Er greift nach meiner Hand, doch ich entziehe mich. Dann greift er nach meinem Oberschenkel und den hält er fest.